machen wir es so. Herr Kreschat, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das macht nicht jeder Minister. Herzlichen Dank, dass Sie sich hier hinstellen und heute auch die Diskussion mit uns ein wenig wagen. Beziehungsweise auch unsere Petition heute persönlich annehmen. Das ist nicht normal, das möchte ich auch nochmal sagen. Herzlichen Dank, dass Sie das machen. Herzlichen Dank. Wir haben in der Petition 16.500 Unterschriften bis jetzt gesammelt und wir werden auch weiterhin sammeln, denn das Thema ist unglaublich wichtig. Wir haben zwei konkrete Anliegen darin formuliert. Das erste ist, wir möchten, dass das Geld statt in den Neubau von Straßen in die Sanierung fließt. Wir haben einen riesigen Sanierungsstau in NRW. Das ist Thema überall, auch in der Politik, und das werden auch Sie bestimmt wissen. Es muss was getan werden und wir wollen, dass diese gesamten Ressourcen erstmal in die Sanierung fließen, bevor wir darüber nachdenken, neue Straßen in die Natur zu pflastern. Und die zweite wichtige Anforderung, die wir haben, ist, das Geld, das statt für den Neubau übrig bleibt, das sollte in die Bahninfrastruktur investiert werden. Wir haben hier auch hier, wir sind heute mit der Bahn viele angefahren und ich sag's mal so, pünktlich sind wir nicht angekommen. Wir waren halbwegs pünktlich, ich würde sagen, von der Deutschen Bahn her noch im Zeitrahmen. Aber nichtsdestotrotz, die Probleme sind ja da, ich glaube, die sind Ihnen auch bekannt. Und wir wollen, dass sich daran was ändert. Und deswegen haben wir diese Petition gestartet, damit die Politik weiß, sie hat die Rückendeckung für die Politik, wenn sie etwas ändert. Wir sind dabei, wir unterstützen das, wenn sie endlich konkrete Maßnahmen beschließen, die Bahn stärkt, die den Neubau stoppt und die endlich dafür sorgt, dass hier die gesamten Sanierungsstau beendet wird in NRW. Dafür haben wir die Petition gemacht. Und Claudia, ich würde sagen, wir übergeben jetzt an Herrn Krischer die Petition. Ja. Also ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Das reicht mir den Ruf an, dass Sie sich das antun, hier heute rauszukommen. Wir haben ja schon was hinter sich heute. Wir haben mit Ihnen Teil des Klimakongresses verfolgt. Es gibt ein paar Stichworte, die ich einfach unheimlich gerne noch mal sagen möchte. Sozial gerechte Mobilitätswende. Wenn wir das nicht im Auge behalten, dann können wir Straßen sanieren, wie wir wollen. Wir werden einen großen Teil der Bevölkerung von der Mobilität ausschließen. Und das ist nicht hinnehmbar. Es ist so viel geplant an neuen Straßen. Wir haben das eigentlich erst gemerkt, als wir diese Petition gestartet haben, haben wir plötzlich Feedback bekommen. Und dann haben wir gemerkt, das ist tatsächlich eigentlich unglaublich, wie viel da noch neu gebaut werden soll. Das Problem, wir haben auch gemerkt, dass ganz viele von diesen neu geplanten Straßen, die noch kommen sollen, eigentlich durch wirklich naturrelevante, sensible Räume gehen. Und das ist auch wiederum was, was wir uns überhaupt nicht mehr leisten können. Das ist völlig aus der Zeit gefallen. Und deswegen übergeben wir Ihnen die laufende Petition. Wir sammeln weitere Unterschriften. Es sind schon 16.600. Es werden jeden Tag auch mehr Initiativen, die dazu kommen. Mehr geworden. Genau. Wir möchten Sie gerne ermutigen. Und wir möchten Ihnen wirklich gerne nicht nur ein bisschen Dampf machen, sondern auch sagen, Sie sind schon auf dem richtigen Weg, aber wir brauchen jetzt eine ganz konsequente Verkehrspolitik, die in Richtung einer sozialen Mobilitätswende und auch wirklich in Richtung von Klima- und Artenschutz sich bewegt. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Danke. Alles Gute auf dem Weg. Ein Foto mit ihr zusammen. Ja, man soll ein gemeinsames Foto machen. Ich würde sagen, wenn wir uns alle hier aufstellen einmal. Jo, alle zusammen nochmal mit den Schildern vielleicht.